Ich wurde 17. von 97. Aber wenigstens nicht 28. ne? Weil das wäre nochmal ein bisschen schlechter gewesen. So, 17. habe ich jetzt auf jeden Fall bewiesen, so, yo, ich kann mehr als ihr denkt. Und nächstes Basel-Turnier werde ich dann auf jeden Fall die Möglichkeit haben, besser zu placen. Und ja, einfach mal Gesio to Deft. Bester Pit hier. Oh. Dafür aber das. Ach, diese Dragdowns sind so cool. Ich habe auch das Gefühl, dass Pit of Carlos wirklich mega stark ist. Oh, we cooking. Yo. Okay, auf geht's. Auf geht's, Simon. Der Ulimark. Der wird hoffentlich nie geschehen. Lemmy, willkommen im Stream. Okay, einfach mal komplett aus dem Leben gesehen, du Deft. Nice. Yo, hä? Ja, mein Kinky Rule geht ja voll ab. Was ist da los? Ja, okay. Das war ziemlich dumm, dazu springen, ne? Aber, Alter. Ja, es ist gescriptet, Leute. Es ist einfach ein gescriptetes Best of 5. Ich kann es nicht glauben. Zack. Ich zock trotzdem gegen euch. Ich ziehe halt einfach durch. Und wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, verliere ich. So läuft es dann halt. Das hier aber actually jetzt endlich mal wieder ein richtig spaßiges Matchup, Alter. Das ist geil. Kann man sich gegenseitig richtig schön hops nehmen. Ja, so zum Beispiel. Nice. Ja, da konnte er nichts machen. Kommt da, glaub ich, sogar gerade noch so zurück. Außer eben, genau. Ich bin ready mit der Backair. Nice. Profi Edge gerade. Oh, die Classic Combo. Nee. Aber Damage. Nehme ich immer mit. Oh, das war cool. Der Full Charge ist wieder ready. Ah, wer ist richtig schön gestallt. Trotzdem, Backthrow sitzt. Ja, jetzt sollte er tot sein. Oh, das killt nicht. Okay. Oh, Alter. Einfach gerade mal Metroid gespielt mit den ganzen Projektilen. Ey. Ja, das sieht doch schon mal richtig gut aus hier, Alter. Was? Bester Pit. Was war das denn? Ja, gut, dass es killt. Berlin einfach so große Stadt, ne, und dann so wenig Smash mehr. Boah, das war so knapp. Komm, up Smash. Nice. Das ist, ey, dass das da noch connected ist, ist ja nicht mehr normal, hä? Okay, mal gucken, der Edgeguard-Profi. Ja.
Ja, ah, mal gucken. Genau so. Genau so, nicht anders. Sehr schön. Ja, das war legit sogar geplant, der Footstool. Oh mein Gott, Alter. aber er hätte dann auch nicht so tief gehen sollen für den Edgeguard. Bisschen zu viel Gewalt hier. Ah, zu lang. Ja. Es geht zu lange. Das habe ich nicht richtig drauf gehabt. GG's. Yoshi's ist halt auch einfach die beste Stage, man. Da geht's ab. Zumindest wenn man sieht, dass es wirklich einfach zu krass ist. Weil das geht nicht, man. Das sind so Sachen, die gehen dann zu weit. Hoffen wir mal aufs Beste, Leute. Komm, der Spike. Oh, nice, man. Genauso muss das ziehen. Aber wenn du dir das Leben schwer machen willst, dann tu das halt. Weil Spoiler, Leute, Joker gewinnt gegen Samus. Wer hätte das gedacht? Dass der drittbeste Kälter gegen den vielleicht 15 besten Kälter gewinnt. Ah, 15 ist vielleicht ein bisschen zu niedrig. Vielleicht. Doch, 15 ist ganz gut, glaube ich, für Samus. Das passt. Mein Name ist nur komisch geschrieben. C-Zitel. C-Zitel, okay. Ja, macht auch Sinn. C-Zitel, okay. Jo, die Zero to Death hier am Start. Wie er immer noch lebt, hä? 166%, aber ich habe ja super viel Damage gemacht. Ja, jetzt aber. Yo! Jetzt aber. 208%, yo. What? Boah, 65% Combo. Gut ab. Ah, ein Grab. Bin ich tot? Nice. Alter, dieser Confirm ist jedes Mal echt krass, wenn ich den sehe. Das ist einfach schon killed. Ja, natürlich kriegt er jetzt Missfire. Ohne Missfire wäre, glaube ich, tot gewesen, ne? Aber egal, ich habe ihn an der Kante. Und GG's. Nice. Alright. Sehr cool, dass du dich aber noch gemeldet hattest, Tradix. Wir haben es in Deutschland auf jeden Fall ganz gut, was Arbeit so angeht. Wir haben sehr viele Rechte halt als Arbeitnehmer. Ich habe erst vor kurzem den TikTok gesehen. In Amerika ist es scheinbar so, dass du, wenn du krank bist bei der Arbeit, dann kriegst du halt auch kein Geld währenddessen. Das killt. Alter, das hat auch so gut ineinander gekommen. Ich habe halt vielleicht gedacht, er hat das gepostet und dachte sich halt so, es ist halt einfach ein witziger Screenshot, ohne eben zu bedenken, dass dadurch halt auch jemand gecancelt werden kann, ne? Wenn das falsch verstanden wird. Aber eigentlich müsste man das ja wissen. Dass wenn man sowas postet, dass es eben dann natürlich falsch verstanden wird, wenn man den Kontext nicht kennt. So, ja. Mal gucken, was da noch so bei rumkommt. Der Pit läuft auf jeden Fall schon mal viel besser, Mann. Alter, der Pit läuft mega gut, hä? Aus der Entscheidung. Ja, das war halt klar, dass er da rutscht. Nice. Sehr schöner Upsmash, ey. Einfach nur mit Abers gekillt? Yo. Okay. Alter! Nicht einfach. Okay, das ist zu langsam. Schade. Aber er ist tot, ne? Oh, der Sniper. Junge, Junge. Das ist so ein. Für mich ist Attack on Titan so ein Beispiel von wegen.
Du startest schon richtig gut mit Season 1, aber dann verbesserst du dich einfach immer und immer weiter. Das ist wirklich, wie ich immer schreibe, Peak Fiction für mich, ey. Besser geht's einfach nicht. Vor allem eben, wenn man bedenkt, dass der Writer sich wahrscheinlich das meiste davon von Anfang an, seit Folge 1, ausgedacht hat. Ist halt krass. So, das... We're one step closer.